Da wollen wir rauf, um genau zu sein. Man quert die Rechenbrücke. Letzten Zustiegsmeter. Bekannte Wandteile vor mir. Einstieg in die Himmelsleiter. Und ein paar Meter daneben der Einstieg zum Schustickler Gedächtnisweg. Wir gehen aber da jetzt noch links die Schroffen rauf. Und dann warten wir auf Wolfgang, der sich da noch mühevoll raufkämpft. Einstieg haben wir. Der Bergsteiger trennt sich nicht von seinem Rucksack. Rechts vom Baum. Links vom Baum. Das hat irgendwie eine gewisse Logik, weil der Rucksack ist sein Rucksack. Und da geht's rauf. Ja, gut, aber wir sind keine Bergsteiger, wir sind Kletterer. Ja. Aber da kann auch. Philosophisch ist es am Morgen. Ja. Prost. Prost. Das ist nichts Hochprozentiges. Aha, da hängt der ein. Wir gehen den Weg voller Zuversicht, oder wie der heißt. Der. Und hoffen, dass wir nicht auf die Umme schwenken, unabsichtlich auf den ohne Zukunft. So, und das die Zukunft wäre dann. Und welcher Böse hat den Weg ohne Zukunft geschaffen? Hm? Wer hat den Weg ohne Zukunft hat er. Also ohne Zukunft oder ohne Zuversicht? Weiß jetzt nicht. Ohne Zukunft. Eins ist von Ben. Ah, Ben, ja, bitte dann. Und das andere ist ein Novi-Tour. Ja, unseres ist Novi, wahrscheinlich Novi Brunntaler. Ja. Also ich bin ganz voller Zuversicht, wenn ich an den Herbert Novi denke. Ja, der ist wieder oben. Aha, und er sieht schon den nächsten, fast in Reichweite. Und den hängt er auch schon ein, hoch über den Kopf. Am ersten Stand, bei einem Baum, hat gemütlich angefangen. 6 Minus ist mir nicht aufgefallen, wenn, dann war es recht leicht. Und ist eigentlich sehr gut abgesichert, zu meiner Überraschung. Am Beginn der dritten Seillänge, Stickel darauf und dann bei der Föhre links rüber und ich glaube zu dem Bäumchen dort. Ja, ja. Ja, wir hocken sich mehr jetzt. Wenn ich nicht zwei hocken dann nebeneinander. Au. Aha. Aha. Vorsichtig. Da war es nichts für die Hände oder? Da. Oh ja, oder? Sicher, da ja. Da ist sogar ein versteckter Haken drin. Was Haken? Ja, da ist extra ein Loch geworden, muss ich sagen. Das gibt's ja nicht. Und die Hand geht auch gut rein dort. Weiß ich noch nicht. Am vierten Stand, die dritte und vierte Seillänge, haben wir einen gemacht, was sich nicht empfiehlt. War aber eigentlich eh schon unten klar, aber ich habe es ja besser wissen wollen. Aussicht ist aber sehr schön da. Man schaut drüber in die Hauptwand vom Großofen. Noch eine? Nein. Reicht mal, weil jetzt gehen wir nicht rein. So. Da ist noch ein Karabiner von dir. Der Schwabe. 29. 29. Ja. So, bei der fünften. Am fünften Stand sind wir. Letzte Seillänge war wieder eigentlich eine Überbrückungsseillänge. Im zweiten Schwierigkeitsgrad. Landschaft ist aber schon sehr schön da herum. Und jetzt geht es zu die Rampen rauf. Und dann irgendwo da relativ steil raus.
fällt mir noch die Fantasie von da. So wie bei dem Postiline, so steil. Am Stand vor der letzten Seillänge. Wir haben da ein äußerst luftiges Platzl gefunden für uns. Christian ergötzt sich auch gerade. An dem Wort Zuversicht. An dem Wort Zuversicht. Und wir werden da jetzt zuversichtlich noch um die Kurve klettern. Und da vorne dürfen wir dann eine Riesumme gehen. Ich wollte noch. Achso, für dich wird der Sicherung bauen, ja. Ja, das klingt jetzt. So, okay. So ist es heute. Auf geht's. Gleich, ja. Auf geht's. Finale. Finale Grande. Mhm. Nehmen wir sie da. Auf jeden Fall. Wenn es so schön luftig ist. Beim Ausstieg. So. Und zu der Brücke unten, wo die Autos fahren, gehen wir da runter. Die letzten zwei Seillängen waren sehr schön. Ambiente ist da herum wirklich sehr schön. Beim Abstieg die schönste Autobahn weit und breit. Rückblick. Ja, 200 Meter werden wir noch haben.